In dieser Woche Nummer 10 sind wir zurück zu unserem Thema Positionierung. Wir haben ja jetzt eine kurze Exkursion genommen in Multimedia und davor auch in die Geschichte vom Browser und vom HTML und CSS. Und jetzt sind wir zurück in Positionierung. Und damit wir hier nicht den Faden verlieren, will ich auch in dieser Woche ein bisschen einen detaillierteren Rückblick nochmal machen über die wichtigsten Dinge, die wir bereits besprochen haben in Bezug auf Positionierung. Das Thema von dieser Woche wird sein Out-of-Flow-Positionierung, aus dem Fluss-Positionierung. Wir haben es schon ein bisschen mal angesprochen, aber nicht wirklich ins Detail gegangen. Ich habe jetzt hier ein Word-Dokument und hier befindet sich Text und darunter befindet sich ein Bild. Wenn ich jetzt dieses Bild nehme und egal wo einfüge, dann befindet sich dieses Bild im Text, wo die Dinge positioniert sind. Dort werden sie schlussendlich dargestellt. Wenn ich dieses Wort nehme und vor dieses andere Wort setze, befindet sich es dort. Dinge befinden sich dort, wo sie positioniert sind. Dinge befinden sich im Fluss. Und jetzt können wir zum Beispiel hier in einem Word-Dokument dieses Bild nehmen und der Word-Software sagen, hey, nimm dieses Bild aus dem Fluss raus. Wir können es hinter oder vor dem Text setzen. Und jetzt beeinflusst dieses Bild den Text nicht mehr, wie der Text positioniert wird. Der Text muss keinen Platz mehr für dieses Bild lassen, weil dieses Bild sich nun auf einem anderen Level, auf einem anderen Layer befindet. Es ist aus dem Fluss genommen und befindet sich nun auf einem anderen Level. Und das ist genau im Kern über das, was wir in dieser Woche in Bezug aufs Web drüber gehen werden, aus dem Fluss Positionierung. Ich habe jetzt hier, um einen kleinen Rückblick nochmal zu machen über die wichtigsten Dinge, die wir bereits in Bezug auf Positionierung besprochen haben, habe ich hier zwei Containerboxen erstellt und beiden dieser Boxen, die ich mit einem Div-Element erstellt habe, denen habe ich eine Hintergrundfarbe von Orange gegeben. Weiter habe ich aber keine Spezifikation gesetzt, keine CSS-Regeln, allein nur die Hintergrundfarbe. Und Containerboxen, unser Div-Element ist ja eine neutrale Containerbox. Hier haben wir unsere bedeutungsvollen Containerboxen. Hier sind weitere Containerboxen. Figure zum Beispiel, Canvas, SVG sind auch Containerboxen. Containerboxen sind immer die, die viel anderen Inhalt beinhalten können. Wie der Name schon sagt, Container. Sie sind Container für viele andere Dinge, Elemente und auch Text. Und Containerboxen werden vom Browser in seinem Style Sheet immer zu Display Block gesetzt. Es sind Block-Level-Elemente. Dann haben wir hier noch Display Inline-Elemente. Das sind all unsere Text-Elemente. Weil Text befindet sich ja immer in einer Zeile, Zeile für Zeile, Linie für Linie befindet sich der Text hier. Wenn wir jetzt einem bestimmten Wort oder mehreren Wörtern eine bestimmte Gestaltung oder Bedeutung geben wollen, verwenden wir diese Textelemente. Und dann bringen wir diese um den Text drumrum. Und nichtsdestotrotz, der Text darf nie die Linie verlassen, weil sonst würde er ja die Lesbarkeit des Textes zerstören. Das heißt, Inline-Elemente, Display-Inline-Elemente, Textelemente können keine Breite und keine Höhe haben. Sie sind Display Inline. Dann haben wir noch Display Inline Block Elemente. Und das sind alle Elemente, die nicht Containerboxen und nicht textbezogen sind, keine Textelemente, wie zum Beispiel Bild, Audio, Video, Embed, Iframe, alle Server-Elemente später, außer unser Anchor, unser Link. Aber all diese Elemente brauchen schlussendlich eine Breite und Höhe, wie zum Beispiel Video und Bilder etc. Aber sie sind bereits Inline-Level-Elemente, können aber eine Breite und Höhe haben. Deswegen sind sie Inline-Block. Das sind unsere drei Kategorien: Block, Inline und Inline-Block. Und Block und Inline-Block will ich jetzt gerade nochmal in Vergleich setzen, wie deren Eigenschaften eigentlich sind nochmal. Also ich habe hier zwei Containerboxen. Und keiner dieser Boxen habe ich eine Breite und eine Höhe gegeben. Was ist demzufolge sind die automatischen Maße, die der Browser diesen Containerboxen nun gibt? Er gibt ihm der Breite einen Wert von Auto und der Höhe auch einen Wert von Auto, was automatisch ist. Und das heißt, die Boxen werden so hoch sein wie der Inhalt, der sich darin befindet,
Momentan befindet sich hier Text und das heißt, wenn ich jetzt diesen Text hier verschwinden lasse, hat diese Box keine Höhe mehr, weil sie keinen Inhalt hat. Weil der Inhalt definiert die Höhe, wenn wir keine Höhe setzen in CSS. Des Weiteren in Bezug auf die Breite, Block-Level-Containerboxen sind so breit wie das Elternteil, wenn wir keine Breite definieren. Das Elternteil, in dem sich diese zwei Boxen nun gerade drin befinden, diese Box, in der sie sich befinden, geht bis hierher und deswegen gehen die orangenen Boxen auch bis hierher. Um nun ganz präzise zu sein, die eigentliche Regel hier ist, die Boxen, wenn wir keine Breite definieren, sind so breit wie der Inhaltsbereich des Elternteils. Das heißt, hätte jetzt diese Elternbox, die bis hier geht, noch einen Padding zum Beispiel von 10 Pixel bis hierher, dann würden die orangenen Boxen auch nur bis hierher gehen. Aber um es einfach zu halten, ich werde jetzt in den nächsten Minuten bei diesem Rückblick einfach nur darauf sagen, sie sind so breit wie das Elternteil und so hoch wie der Inhalt, der sich darin befindet. Jetzt gebe ich beiden diesen Containerboxen eine Breite nun, was ich bis dato ja nicht definiert habe. Ich gebe ihnen eine Breite, eine relative Breite in Prozent. Wann immer wir etwas in Prozent definieren, ist es relativ. Und zwar relativ zum Elternteil. Also beide dieser Boxen, das sind die beiden Boxen, deren Elternteil ist die Box, deren ich eine Identität von Out-of-Flow-Container gegeben habe. Und diese Box geht, wie erwähnt, bis hierher. Also 100% von der Linie nehmen diese Block-Level-Elemente ab, diese Block-Level-Container ab, wenn wir keine Breite definieren. Und jetzt habe ich 40% gesetzt, also nehmen sie nur noch 40% von der Linie in Anspruch, die sie haben hier, die Gesetze in Bezug auf deren Elternteil, das bis hierher geht. Nur noch 40%. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt dieses Merkmal von Block-Level-Container-Box, Block-Level-Elementen generell. Egal, welche Breite wir schlussendlich definieren, sie sind jetzt nur noch 40% breit von dieser Linie. Nichtsdestotrotz, sie nehmen die ganze Linie, die ganze Zeile hier indirekt in Anspruch. Genau diese zweite Box auch, sie ist Display Block, ein Block-Level-Element, nimmt unabhängig von der Breite des Elements die ganze Linie, die ganze Zeile in Anspruch. Und somit entsteht zuallererst einmal dieser Effekt, dass immer Elemente sich Block für Block übereinander befinden, weil die anderen Elemente immer in eine neue Zeile rücken müssen, weil dieses Element ja indirekt die ganze Zeile in Anspruch nimmt, unabhängig von der Breite, die dieses Element eigentlich hat. Und weil sie diesen Bereich hier indirekt in Anspruch nimmt, kann dieses Element auch diesen Bereich auch noch nutzen, indem wir zum Beispiel Margin Auto verwenden, also einen Abstand außerhalb der Box mit dem Wert Auto für rechts und links automatisch. Damit sagen wir dem Browser, hey, mach dieses Element, zentriere es und indem du hier von diesem anderen Bereich, den dieses Element noch indirekt in Anspruch nimmt, teile es durch zwei, mach die eine Hälfte auf die rechte Seite, die andere Hälfte auf die linke Seite. Was schlussendlich dazu führt, dass wir somit Block-Level-Elemente zentrieren können. Mit Margin Auto rechts und links. Und weil dieser Bereich hier noch in Anspruch genommen wird, deswegen können wir das machen. Aber vertikal können wir diese Containerboxen, Block-Containerboxen nicht zentrieren. Weil wir hier ist ja der Bereich wird nicht in Anspruch genommen von dieser Box. Demzufolge können wir vertikal nicht Margin Auto verwenden für oben und unten, für Top und Bottom. Funktioniert nicht nur für links und rechts, left und right. Und das ist diese Eigenschaft von Block-Level-Elementen. Ich setze jetzt gerade mal, zentriere sie jetzt gerade mal, also oben und unten. Ich habe ihnen bereits einen Abstand nach außen gegeben, oben und unten 10. Und hier können wir den Wert Auto nicht verwenden, aber für links und rechts, weil der Bereich ja noch indirekt in Anspruch genommen wird von diesen beiden Boxen. Und somit erreichen wir schlussendlich, dass diese beiden Boxen zentriert sind in der Mitte. Jetzt setze ich das gerade mal wieder zurück auf 0 nochmal. Was ich jetzt ändern werde, ist die Display-Eigenschaft. Automatisch sind ja alle Containerboxen Display-Block und ich setze jetzt zu Display-Inline-Block. Das heißt, was heißt das? Sie nehmen nicht mehr die ganze Zeile, die ganze Linie in Anspruch,
sondern nur noch so viel, wie wir ihnen die Breite gegeben haben. Also sie nehmen nur noch 40% Breite in Anspruch. Und weil eine Linie ja insgesamt 100% Platz hat und diese beiden Boxen nur 40% in Anspruch nehmen, deswegen kann diese Box jetzt hier hochrutschen in die nächste Zeile. Sie hat jetzt hier oben Platz, sie ist in Line, sie nimmt nicht die ganze Zeile indirekt in Anspruch und kann jetzt hier hochrutschen schlussendlich, damit wir erreichen, dass sich Elemente in einer Linie nebeneinander dann befinden werden. Ich lade jetzt gerade die Seite neu und hier sehen wir den Effekt. Sie befinden sich nun beide nebeneinander. Wann immer wir dann Inline-Elemente haben, dann können wir nicht mehr Margin Auto links und rechts verwenden, um unsere Elemente zu zentrieren. Weil aus dem genau den gleichen Grund, weil der Bereich ja nicht mehr in Anspruch genommen wird von diesen Elementen. Dieser Bereich hier wird nicht mehr von dieser Box hier in Anspruch genommen, die gesamte indirekt, der Platz, der noch auf dieser Linie, auf dieser Zeile existiert. Und deswegen können wir nun unsere Elemente nicht mehr zentrieren mit Margin Auto links und rechts. Die Eigenschaft, die wir jetzt nun verwenden können, um unsere Elemente zu zentrieren, ist Text Align. Alle Inline-Level-Elemente können diese Eigenschaften verwenden. Block-Level-Elemente können sie nicht verwenden. Nur Inline-Level-Elemente. Unter anderem diese Eigenschaft hier, Text-Align. Und wenn wir diese verwenden mit dem Wert Center, dann können wir Inline-Level-Elemente zentrieren. Und Text-Align ist eine vererbte Eigenschaft. Wie all diese rot mit rotem Hintergrund, die sind alle vererbt. Und vererbte Eigenschaften müssen immer am Elternteil gesetzt sein. Und der Elternteil dieser beiden Boxen ist ja diese Box, deren ich eine Identität von Out of Flow Container gegeben habe. Und an der genau setze ich jetzt Text Align Center, was dann schlussendlich dazu führt, dass beide dieser Boxen dies vererbt bekommen und jetzt auf unserer Webseite zentriert auf der Linie, in der sie sich befinden, sich zentrieren schlussendlich. Und genau auch aus dem gleichen Grund, weil diese beiden Elemente nicht mehr die ganze Zeile in Anspruch nehmen, sondern nur noch deren eigentliche Breite. Deswegen haben sich jetzt auch unsere Maßregeln geändert. Das heißt, wenn ich jetzt diese Breite entferne von diesen beiden Boxen, die beiden Boxen haben jetzt keine Breite und automatisch sind sie dann nicht mehr so breit wie das Elternteil, weil sie diese Fläche hier nicht mehr indirekt in Anspruch nehmen, sondern sie sind so breit wie der Inhalt, der sich darin befindet, und sie sind so hoch, wie sich der Inhalt, der sich darin befindet. Also die Höhe, die Regel für die Höhe ändert sich nicht. Es ist allein die Breite, die Regel für die Breite, die sich nun hier geändert hat. Also das war jetzt ein bisschen ein detaillierteren Rückblick nochmal, damit keiner von uns hoffentlich verloren geht in dieser Woche und auch in den nächsten Wochen, wo diese Dinge relevant sind zu verstehen. Jetzt gehen wir ins eigentliche Thema aus dem Fluss Positionierung. Und hier habe ich ein Bild, das haben wir schon mal verwendet. Dieses Bild befindet sich in einer Box, deren ich einen Rand gegeben habe von 2 Pixel in Schwarz. Und dieses Bild ist genau dieses hier und das ist die Box mit dem Rand. Und ich habe jetzt hier noch eine Box, die ich hier reinsetze in diese Box mit dem Rand. Und dieses Element, diese Containerbox, der habe ich nur eine Hintergrundfarbe gegeben, nichts anderes. Das heißt, sie ist jetzt Display Block. Ein Block-Level-Element. Und sie hat keine Breite und keine Höhe. Das heißt, sie wird so breit sein wie das Elternteil und so hoch wie der Inhalt, der sich darin befindet, was momentan dieser Text ist. Und Dinge befinden sich im Fluss. Das heißt, diese Containerbox wird sich vor dem Bild befinden. Das Bild muss nun Platz machen für diese Containerbox und rutscht demzufolge weiter nach unten. Dinge befinden sich im Fluss. Nehme ich jetzt diese Containerbox raus und setz sie nach dem Bild, dann wird diese Containerbox sich nach dem Bild befinden. Dinge befinden sich im Fluss und im Web immer in Bezug aufs Elternteil. Also nehme ich jetzt diese Box und setze sie zum Beispiel als erstes Kind von unserem Div-Element, deren ich die Identität MainInfoContainer gegeben habe, welche die Box mit dem leicht hellblauen Hintergrund ist. Jetzt befindet sich diese Containerbox genau, sobald ich gespeichert habe, genau an dieser Stelle als erstes Kind von dieser hellblauen Containerbox. Also immer in Bezug aufs Elternteil. Wo sich die Dinge befinden im Elternteil, dort werden sie schlussendlich dann dargestellt.
Sie sind im Fluss. Und hier die Containerbox nimmt hier momentan so viel in Anspruch, wie Platz ist, wie das Elternteil ist, so weit, sie ist so breit wie das Elternteil und so hoch wie der Inhalt. Und jetzt gehen wir, setz ich diese Box aus dem Fluss raus. Momentan, was alles, was danach kam, jetzt nach dieser Box, musste weiter nach unten rutschen, um Platz zu machen für diese Box. Und jetzt, sobald wir dieses Element aus dem Fluss nehmen, rutscht alles wieder nach oben, weil dieses Element beeinträchtigt, nimmt keinen Platz mehr in Anspruch auf unserer Webseite in dieser Containerbox. Es befindet sich dann auf einem anderen Layer, auf einem anderen Level. Und hierfür verwenden wir die Eigenschaft Position. Das ist unsere neue Eigenschaft, die wir heute kennenlernen. Und alle Elemente sind, haben schon einen Wert, wie alle, wie zu jeder Eigenschaft hier. Alle Elemente haben einen Wert. Schon bereits, ohne dass wir etwas definieren. Und der Wert, der hier verwendet wird für alle Elemente, ist static. Das heißt, sie befinden sich im Fluss, im normalen Fluss. Und hier haben wir drei weitere Werte, die wir verwenden können. Zum Beispiel, einer dieser Werte ist fixed. Und mit dem werden wir anfangen, weil wir diesen Wert schon kennengelernt haben, als wir uns mit Background Attachment beschäftigt haben. Background Attachment fixed. Fixed ist immer in Bezug auf den sogenannten Viewport. Viewport. Noch einmal, was ist nochmal der Viewport, bevor ich anfange? Viewport ist immer dieses Viereck, in dem sich der Inhalt befindet, der momentan sichtbar ist für uns. Ohne den Inhalt, der sich weiter oben oder weiter unten befindet. Ohne die Scrollbar zu verwenden. Scroll ich jetzt nochmal ganz nach unten oder egal wohin. Also es ist immer dieses Viereck hier momentan, das ist der Viewport, was momentan für uns sichtbar ist. Dieses Viereck, das ist der Viewport. Und unser Hintergrundbild haben wir relativ zum Viewport gesetzt. Wir haben es angehängt an den Viewport, Attachment, Anhang. Angehängt an dieses Viereck. Und deswegen wird es immer sichtbar sein. Es ist angehängt, es ist fixt zum Viewport. Immer da, unser Hintergrundbild hier. Immer ist es da. Es ist angehängt, fix angehängt an unseren Viewport. Und das ist genau, was Position Fixed hier im Prinzip auch macht. Es wird fixt angehängt sein an den Viewport und es wird relativ zum Viewport sein, was wir in einem Moment besser verstehen werden. Wann immer wir hier Position verwenden und diesen Wert ändern von Static, weg von Static. Static, alle Elemente sind Static automatisch, statisch. Und wann immer wir diesen Wert ändern, sobald wir das tun, haben wir Zugriff, können wir diese Eigenschaften verwenden. Top Right, Bottom Left und Z-Index. Und über die gehen wir jetzt gleich drüber. Weil hier bestimmen wir schlussendlich, wo dann unser Element, das sich dann auf einem anderen Level befindet, wo es dann positioniert werden soll. Also ich nehme jetzt gerade unser Beispiel-Element hier, dieser Go-to-Top-Container, den ich Ihnen genannt habe in der Identität. Und genau den setze ich jetzt von Position statisch, was bedeutet, es befindet sich momentan im Fluss, das Element. Und das ändere ich jetzt und setze es auf Fixed. Und sobald ich das nun getan habe, befindet sich diese Containerbox nicht mehr im Fluss. Sie befindet sich auf einem neuen Level. Alles, was danach kommt, kann jetzt wieder hochrutschen, weil dieses Element keinen Platz mehr im normalen Fluss in Anspruch nimmt. Also ich lade die Seite neu und hier sehen wir es. Und dadurch, dass diese Box jetzt fixt zum Viewport, relativ zum Viewport ist, ist das Elternteil nicht mehr das hier, in der sich diese Box eigentlich befindet. Also diese hellblaue Box ist nicht mehr der Elternteil. Und deswegen ist sie auch nicht so breit wie das Elternteil. Sondern hier sofort, obwohl es immer noch ein Block Containerbox ist sie nun so breit und so hoch wie der Inhalt, der sich darin befindet. Und jetzt scroll ich gerade mal die Scrollbar hier. Also es ist fixt zum Viewport. Es ist immer da, wo immer wir hinscrollen. Diese Box ist nun immer sichtbar, egal wie weit runter wir gehen. Immer ist sie da. Sie ist fix an den Viewport angehängt. Und sie ist nicht nur fix an den Viewport angehängt, sondern sie ist auch relativ zum Viewport. Und das bedeutet relativ, das heißt, wenn wir jetzt Breite oder Höhe definieren für dieses Element in Prozent, weil wann immer wir prozentuale Werte nehmen, diese prozentualen Werte sind ja immer relativ zum Elternteil. 40% von
vom Elternteil, 60% Breite vom Elternteil. Sobald wir diese Werte in Prozent setzen, nun für diese Box, wird es nicht mehr relativ zum Elternteil sein, sondern relativ zum Viewport. Und da genau das gleiche gilt für unsere Eigenschaften, die wir nun verwenden können. Top, right, bottom, left. Wie weit weg von oben soll diese Containerbox sein? Vom Viewport, relativ zum Viewport. Und genau über diese Eigenschaften, die nehmen wir jetzt zum ersten Mal, verwenden wir die jetzt in diesem Kurs. Also top 20 Pixel als Beispiel. Und jetzt von links soll es genauso 20 Pixel weg sein. 20 Pixel von was? Von oben und von links vom Viewport, relativ zum Viewport. 20 Pixel von oben weg, 20 Pixel von links weg vom Viewport. Und was wir jetzt erreichen wollen, ist etwas ein bisschen Sinnvolles. Und zwar sowas wie hier zum Beispiel auf dieser Webseite. Diese Button sind aus dem Fluss genommen. Und dieser Button hier zum Beispiel, sobald wir draufdrücken, landen wir wieder nach oben. Also Buttons, die wir sicher schon mal gesehen haben auf einer Webseite. Oder dieser Button hier, sobald wir den klicken, öffnet sich das Menü hier. Und diese Beispiele wollen wir jetzt mit unserer Containerbox machen. Also deswegen entferne ich jetzt zuallererst einmal den Text, der sich darin befindet. Und anstelle dessen gebe ich jetzt dieser Containerbox eine Breite von 40 Pixel und eine Höhe von 40 Pixel genauso. Das heißt, ohne Breite und ohne Höhe momentan ist die Box ganz weg, weil sie keinen Inhalt hat. Sie ist so breit und so hoch wie der Inhalt. Und jetzt habe ich hier eine Breite und Höhe gegeben von 40 Pixel und hier ist nun unsere Box. 20 Pixel weg von oben und von links. Jetzt soll sie sich aber ungefähr hier, dass sie hinkommt. Also 100 Pixel ungefähr von unten und 10 Pixel von rechts. Wir nehmen jetzt also genau die anderen Werte, die wir noch nicht verwendet haben. Von unten 100 Pixel und von rechts, auf Englisch und von rechts 20 Pixel. Und genau hier befindet sich nun die Box. Und jetzt noch eine zweite Box erstellen wir genau gleich noch. Und jetzt in Bezug nochmal hier, diese Box, die ist ja nicht mehr relativ zum Elternteil hier. Das heißt, der Code, der sich hier befindet, der sollte eigentlich nicht hier sein, weil das ist ja nicht mehr sein Elternteil. Diese Box ist ja jetzt nicht mehr relativ zum Elternteil, sondern relativ zum Viewport. Und deswegen, was normalerweise gemacht wird, wenn etwas fix relativ zum Viewport ist, entweder wird dieser Code direkt am Ende vom Body reingesetzt oder direkt am Anfang. Und genau das mache ich jetzt genauso. Und hier habe ich eine weitere Box, deren ich eine Identität gegeben habe. Und genau aus der mache ich jetzt nochmal so eine Box, die wir gerade erstellt haben. Und zwar jetzt allerdings soll sie sich hier befinden, das heißt von oben, 100 Pixel von oben ungefähr. Das heißt, jetzt nehme ich wieder top 100 Pixel und von rechts 20 Pixel, das ist okay, das passt. Und hier befindet sich eine weitere Box. Jetzt kurz als, bevor wir weitergehen in Positionierung, will ich kurz nochmal ein bisschen, nochmal eine Wiederholung machen. Und zwar zu einer Zentrierungsoption, die ich nicht erwähnt habe am Anfang bei der Wiederholung. Und zwar, ich mache jetzt hier ein Bild rein. Und dieses Bild können wir ja, ein Bild ist ja Inline-Block automatisch, ist keine Containerbox und kann aber immer noch eine Breite und Höhe haben, also Inline-Block. Und dieses kann mit Text-Align, wenn wir dieser Box Text-Align geben, ist dieses Bild horizontal zentriert. Und wir könnten dieses Bild auch vertikal zentrieren mit Line-Height und Vertical-Align, was wir auch schon gesehen haben. Die einfachere Option, würde ich sagen, in dem Fall ist, einfach einen Padding zu verwenden, was wir auch schon gemacht haben, hier mit unserem Logo eigentlich. Nochmal als kurze Wiederholung. Und zwar, ich setze jetzt gerade hier ein Bild rein, also unser Image-Element, was das Source-Attribut hat, die Quelle. Und hier definieren wir den Pfad zum Server, wo sich das Bild befindet. Und das befindet sich im Images-Folder, aber der befindet sich zuallererst einmal im Media-Folder. Und das Bild heißt, der Name des Bildes ist Go to Top, habe ich es genannt. Und es ist ein PNG-Bild mit dem Format PNG. Und dieses Bild, dem gebe ich jetzt eine Breite von 25 Pixel, ohne Pixel hier anzuhängen, weil dieser Wert nur in Pixel angegeben werden kann. Und dieses Bild ist ein Quadrat. Das heißt, momentan ist die Höhe genauso 25 Pixel, genauso breit wie hoch.
Diese Box ist 40 Pixel breit und hoch, das Bild 25, das sich darin befinden soll. Das heißt, horizontal als auch vertikal haben wir noch 15 Pixel übrig. Und genau teile ich jetzt einfach durch 2. 7,5 auf jeder Seite soll ein Padding sein, also ein Abstand innerhalb der Box, was schlussendlich auch dazu führt, dass dann dieses Bild zentriert ist, schlussendlich. Und genau das mache ich also auf diesem Go-to-Top-Container, den ich so genannt habe, setze ich jetzt ein Padding von 7,5 Pixeln, was nun schlussendlich dazu führt, dass dieses Bild genau sich in der Mitte befindet. Als kurze Wiederholung nochmal hierzu. Und jetzt geht's weiter mit Out-of-Low-Positionierung. Was wir jetzt machen, ist eine Box, die wir auf unserem unten auf unserer Webseite haben wollen. Genauso wieder fix angehängt an den Viewport. Das heißt, wann immer wir scrollen, die Box wird immer da sein. So eine Box erstellen wir jetzt. Das heißt, ich habe jetzt hier momentan schon mal wieder ein Element erstellt, dem ich eine Identität von Bottom Container gegeben habe. Und genau den wähle ich, habe ich jetzt schon ausgewählt hier in CSS. Und hier definieren wir jetzt zuerst einmal, es soll aus dem Fluss sein, dieses Element. Aus dem Fluss nehmen wir ein Element mit der Position-Eigenschaft und es soll relativ und fixed zum Viewport sein. Also nehmen wir den Wert fixed. Und wo soll es sich befinden? Und zwar unten. Unten vom Viewport, also Bottom 0, 0. Kann irgendwas sein, Prozent, Pixel, 0 ist immer 0, egal welche Einheit wir schlussendlich verwenden. Also unten soll es sein, sich befinden. Und es soll eine Höhe haben, eine Höhe von 60 Pixeln zum Beispiel. Jetzt noch eine Hintergrundfarbe, damit wir es überhaupt sehen können, diese Box. Ich gebe jetzt ihr gerade eine Hintergrundfarbe von Grau. Und unsere Box ist noch nicht da, weil sie noch keine Breite hat. Und die gebe ich ihr gerade von 100%. Also hier verwende ich jetzt 100%. Prozent ist ja immer relativ zu was? Eigentlich zum Elternteil, aber momentan ist es relativ zum Viewport. Und ich nehme jetzt gerade noch die Höhe hier raus, damit wir ein bisschen Ordnung haben. Und hier befindet sich nun die Box unten. Bottom Zero. Sie soll unten anfangen und dann hat sie eine Höhe von 60 Pixeln. Jetzt können wir die Breite als auch die Höhe von unserer Box, die wir aus dem Fluss genommen haben hier, die können wir auch noch alternativ setzen. Und zwar, ich nehme jetzt gerade diese Breite und tue sie auskommentieren. Anstelle dessen nehme ich jetzt Left Zero. Das heißt, er soll Left 0, er soll links die Box machen. Gleichzeitig sage ich ihm jetzt aber, hey, nimm rechts auch 0. Und demzufolge soll sie hier sein, die Box, links 0 Pixel, 0%, 0 Pixel, was auch immer der Wert ist, aber auch rechts 0. Und demzufolge ist es dann die Breite schlussendlich von dieser Box, die wir indirekt im Prinzip dieser Box dann zuteilen. Also genau gleiches mit der Höhe. Sobald wir also beide Werte verwenden, links und rechts, können wir die Breite definieren. Mit unten und oben zum Beispiel, Top Zero, nehme ich jetzt gerade auch mal, auskommentiere die Höhe und somit nimmt jetzt die Box die ganze Fläche in Anspruch. Hier ist sie, sollte sie bei 0 sein, aber auch hier bei 0 unten. 0, 0 Pixel oder Prozent, also 0 ist ja immer egal welcher Wert. Und jetzt aber die Frage, wann sollen wir welche Option verwenden? Und die kommt, ist immer abhängig von der momentanen Situation. Also in der Situation würden wir eine Höhe verwenden, und zwar allein aus dem Grund, weil wie weit unten soll unsere Box eigentlich sein? Wir könnten jetzt schätzen ungefähr 500 Pixel, um dieses Resultat schlussendlich zu erhalten. Also weg von oben sollte sein 500 Pixel. Aber das ist natürlich immer abhängig, weil der Viewport, die Höhe und die Breite des Viewports, die sind ja immer anders. Momentan ist halt der Viewport ungefähr 700 Pixel hoch, weil mein Browserfenster 700 Pixel hoch ist. Aber wenn Leute, zum Beispiel, wenn die ein Browserfenster kleiner haben, dann ist jetzt diese Box 500 Pixel weg von oben und befindet sich nicht irgendwo dann weiter unten und nicht mehr in Bezug zum Viewport. Also es ist immer komplett abhängig natürlich, wie groß das Browserfenster ist, was in der Regel natürlich vollbildoffen ist. Aber dann ist es natürlich abhängig, ob die Person ein Handy benutzt, also einen kleinen Bildschirm oder ein TV-Gerät, einen ganz großen Bildschirm.
Deswegen in dem Fall zumindest zuallererst mal kein Pixelwert, weil der ja fix ist und nicht relativ. Jetzt mal ein relativer Wert als Beispiel. 85% weg von oben, vom Viewport. Das heißt, die Box hat 15% vom Viewport, nimmt sie dann in Anspruch. Wäre eine Idee, allerdings, schlussendlich haben wir natürlich hier Inhalt, der eine bestimmte Höhe hat dann und die Höhe von dieser Box ändert sich jetzt, weil sie relativ zum Viewport ist. Das heißt, haben wir jetzt hier einen kleinen Viewport, dann ist die Box ganz klein und unser Inhalt, der sich darin befindet, würde dann wahrscheinlich überlaufen, würde gar keinen Platz mehr haben. Also in dem Fall, Höhe definieren ist fix. Was die Breite betrifft, spielt keine Rolle in dem Fall, ob wir Width 100% oder Left Right zu 0 setzen. Aber in dem Fall, Höhe ist ein Muss. Höhe würde hier weniger Sinn machen zu definieren mit Bottom und Top. Aber wir haben noch ein paar andere Beispiele später, wo wir dann auch andere Szenarien haben. In dem Fall, Höhe macht hier Sinn im Vergleich zu Bottom und Top indirekt die Höhe zu definieren. Jetzt diese Box haben wir jetzt aus dem Fluss genommen, also relativ und fixed zum Viewport. Innerhalb dieser Box allerdings können wir jetzt wieder ganz normal unsere Boxen erstellen oder was auch immer wir darin wollen. Wir können Inline-Block machen, Block, Dinge übereinander, Block, komplett wieder normal. All diese Boxen schlussendlich hier drin werden wieder im normalen Fluss sein. Aber in einem neuen normalen Fluss, also im normalen Fluss von dieser Box dann. Nicht mehr im normalen Fluss von der eigentlichen Webseite oder vom eigentlichen normalen Fluss hier, sondern diese Box, die wir jetzt aus dem Fluss genommen haben, innerhalb dieser Box ist wieder ein ganz normaler, sein eigener normaler Fluss. Und dazu habe ich jetzt schon bereits mal Code erstellt. Nicht nur, um das nochmal zu erläutern, dass wirklich normaler Fluss wieder herrscht in einem Element, das wir aus dem Fluss genommen haben, sondern auch, weil wir uns viel mit solchen Dropdown-Menüs beschäftigen, solchen Menüs schlussendlich, weil diese Menüs sind ja alle aus dem Fluss. Da werden wir insbesondere nächste Woche, Anfang nächster Woche drüber gehen. Und deswegen jetzt mal ein Alternativ-Menü, das wir verwenden könnten als Idee. Um nochmal das zu erläutern, dass wirklich Dinge sich im Fluss befinden darin und um zu erläutern auch zusätzlich noch, dass wir noch einen weiteren Wert haben für die Display-Eigenschaft. Also ich habe jetzt hier schon mal ganz viel Code, eigentlich einiges an Code schon mal erstellt. Spielt keine Rolle, was ich erkläre es jetzt anhand vom Bild, was ich hier eigentlich erstellt habe. Und zwar hier so ein Menü, so ein Alternativmenü, was man auch machen könnte. Nun, diese schwarze Box hier, die habe ich aus dem Fluss genommen. Position fixed. Sie soll fixed sein zum Viewport, das heißt, sie ist immer da. Und ich habe ihr gesagt, dann rechts soll sie right, soll sie 0 sein, also sie soll sich ganz rechts befinden. Und dann von oben weg vielleicht 40% oder so ungefähr. Und die ist aus dem Fluss genommen, diese Box. Alles, was sich darin befindet, ist aber wieder ganz normal. Es hat seinen eigenen normalen Fluss. Auf diesem Level nun ist sein eigener normaler Fluss. Hier zum Beispiel habe ich eine Blockbox wieder, drunter wieder eine Blockbox und nochmal drei weitere Blockboxen, die sich übereinander befinden. Also Block-Level-Container, die die ganze Zeile in Anspruch nehmen. Und innerhalb dieser Block-Container habe ich Inline-Level-Container-Boxen gemacht mit Display-Inline-Block. Also einmal eine Containerbox, wo sich dann dieses Icon darin befindet und diese zweite Containerbox, die dann den Namen zum Icon dann hat. Also ganz normaler Fluss. Und das ist so ein Alternativmenü. Aber dieses Menü soll ja nicht ganz offen sein, sondern schlussendlich soll ja immer nur der Teil hier sichtbar sein. Der rechte Teil von dieser Box soll nur sichtbar werden, sobald hier zum Beispiel geklickt wird, was nur mit JavaScript erreicht werden kann, was ich allerdings schon gemacht habe. Und nur der Teil soll sichtbar sein, der andere nicht, sobald die Seite geladen ist. Und jetzt kommt unser weiterer Wert, den wir noch haben für unsere Display-Eigenschaft. Also anstelle von Display-Block, Display-Inline-Block, Display-Inline gibt es noch Display-None. None heißt nicht. Also er soll nicht dargestellt werden. Display-Darstellung, Nicht-Darstellung. Und zwar nur dieser Teil. Und dieser Teil, dem habe ich eine Identität gegeben. Spielt ja eigentlich im Prinzip keine Rolle, welche Identität ich jetzt gerade gegeben habe. Auf jeden Fall ist es halt der Teil, der rechte Teil.
Und dem sage ich jetzt, hey, Display None, der Teil soll nicht sichtbar sein. Und er ist nun auch nicht mehr sichtbar, sobald die Seite geladen ist, sondern er wird nur sichtbar, sobald dann hier drauf geklickt wird. Und das ist ein sogenanntes Event, was wir ja drüber gegangen sind in Woche 1. Vielleicht können wir uns daran erinnern, JavaScript ist die Sprache, mit der wir Inhalt und die Darstellung vom Inhalt ändern können. Also wir können CSS, HTML und CSS ändern. Und zwar entweder über einen zeitlichen Raum oder in Reaktion zu irgendetwas, das passiert. Zum Beispiel eine Maus drückt hier drauf. Und wenn immer eine Maus irgendwas drückt und dann irgendwas geändert wird, das kann nur mit JavaScript erreicht werden. Also keine Chance mit CSS. Es gibt bestimmte Dinge, die eigentlich erreicht werden können mit CSS. Ein Beispiel kommt nächste Woche, aber das ist allein mit JavaScript kann das erreicht werden hier. Welcher JavaScript-Code ich am Ende drangehängt habe, aber natürlich ist der noch nicht wichtig. Über JavaScript, da kommen wir ja erst hin. Also das ist so Display None. Das ist unser neuer Wert nun, den wir jetzt kennengelernt haben. Jetzt kommt unser nächstes Beispiel und zwar ein sogenanntes Overlay. Ein Overlay ist eine Containerbox, die aus dem Fluss genommen wurde und die gesamte Fläche in Anspruch nimmt und darin befindet sich eine weitere Containerbox. Also sobald ich jetzt zum Beispiel hier auf Login drücke, sehen wir hier zwei Containerboxen, die plötzlich hervorgekommen sind. Zum einen ist es eine Containerbox, die nimmt den gesamten Viewport in Anspruch. Die hat eine Hintergrundfarbe von Schwarz in der Regel und noch ein bisschen Transparenz, damit der Hintergrund immer noch durchscheint. Und in dieser Box befindet sich in der Regel eine weitere Box, die zentriert ist. Und hier kommen wir direkt dann zu unserem Thema, wie wir ein Block-Element, eine Block-Containerbox, wie wir diese, ein Block-Element in generell, wie wir dieses zentrieren. Momentan wissen wir ja nur horizontal mit Margin, Auto, links und rechts. Aber vertikal haben wir noch nicht, sind wir noch nicht drüber gegangen. Und da haben wir jetzt gleich ein Beispiel. Zuallererst mal, ich erstelle jetzt eine Box, eine komplette Box mit dem schwarzen Hintergrund und ein bisschen Transparenz und dann eine weitere Box, die sich dann darin befindet. Also diese Box ist ein Kind von dieser anderen Box. Und den HTML-Code hier habe ich bereits erstellt. Hier habe ich die Containerbox Overlay Container. Und darin befindet sich dann das Kind, das dann schlussendlich die zentrierte Box ist. Overlay Inner Container habe ich sie genannt. Also ich gehe jetzt gerade zum Code, welcher sich genau hier befindet. Und zuallererst einmal diese gesamte Box, die die gesamte Fläche vom Viewport in Anspruch nimmt. Und die befindet sich ja überall dem normalen Inhalt. Also sie befindet sich außerhalb des Flusses. Auf einem oberen Level. Position demzufolge und sie ist fixed zum Viewport, relativ und fixed zum Viewport, also nehmen wir den Wert fixed hier. Und jetzt bestimmen wir die Breite oder die Höhe, entweder Width 100% und Höhe 100% oder noch einmal als kurze Wiederholung, wir können alternativ auch sagen, Top und Bottom zusammen 0, was schlussendlich dann die Höhe definiert und 100% von der Höhe vom Viewport in Anspruch nimmt und rechts und links zusammen, wenn wir beides zu 0 setzen, dann nimmt er die gesamte Breite in Anspruch. Und das mache ich jetzt. Und jetzt noch die Hintergrundfarbe von Schwarz. Und die hat ja noch eine Transparenz. Und wir haben ja schon gesehen, wie wir Transparenz geben können. Ja, direkt hier, wenn wir A, G, B, A diese Funktion verwenden. Aber ich mache es jetzt gerade nochmal separat als Wiederholung. Und zwar mit der Eigenschaft Opacity. Opazität, also transparent, Transparenz. Und der Wert, der hier kommt, ist ein sogenannter Alpha-Wert. Der ist zwischen 0 und 1. 0 heißt komplett Transparenz. Transparenz soll dieses Element sein. 1 heißt überhaupt nicht transparent. Und ich gebe ihm jetzt gerade einen Wert dazwischen. 0,8. Die 0 müssen wir nicht unbedingt definieren. Punkt 8 reicht. Kann aber beides verwendet werden. Und jetzt haben wir hier unsere Box. Und die soll ja eigentlich unsere gesamte Fläche hier in Anspruch nehmen vom Viewport. Das macht sie auch. Also sie geht bis hier unten. Allerdings, unsere Bottom-Containerbox, die wir hier erstellt haben, direkt davor, die ist ja auch aus dem Fluss genommen. Und unser Navigationsding hier ist auch aus dem Fluss genommen. Also was bestimmt dann schlussendlich, was sich weiter vorne und weiter hinten befinden soll? Auf einem vorderen oder hinteren Layer, was soll, wenn sich Dinge überlappen, ist das wichtig?
Und momentan haben wir nichts definiert und deswegen ist es genau, wie sich der Code befindet. Hier ist unsere Overlay-Container. Die befindet sich überhalb von unseren zwei anderen Boxen, die wir am Anfang erstellt haben, die zwei, weil sie danach kommt. Die befinden sich davor, dann kommt Overlay. Aber nach dem Overlay kommt dann unser Bottom-Container und unser Side-Navigationsding hier. Also was danach kommt, wird im weiteren Vordergrund sein, automatisch. Und hier haben wir Kontrolle allerdings, und zwar mit unserer letzten Eigenschaft hier, die wir noch verwenden können, wann immer wir ein Element aus dem Fluss genommen haben. Und zwar der Eigenschaft Z-Index. Und hier bestimmen wir anhand einer Zahl, die wir hier als Wert verwenden dann, die höhere Zahl wird im Vordergrund schlussendlich sein. Also gebe ich jetzt unserer Overlay-Container-Box, die genau hier, der gebe ich jetzt noch einen Z-Index, und zwar von 1 zum Beispiel. Es ist eine übliche Vorgehensweise, immer in 100er Schritten zu gehen, ist aber kein Muss, komplett eigentlich egal, weil zum Beispiel Font Weight, haben wir ja gesehen, wie dick soll unsere Schriftart sein. Und hier kann zum Beispiel auch 100 ist das dünnste, 900 ist das dickste. Hier geht es auch in 100er Schritten, deswegen 100. Und Z ist ja X, X ist ja immer horizontal, Y ist vertikal und Z ist hochwärts. Also Z-Index, deswegen hier dieser Wert Z. Also weil wir ja bestimmen momentan, was sich mehr im Vordergrund und mehr im Hintergrund befinden soll. Und ich habe jetzt also diese Overlay-Container-Box, unsere schwarzen Box mit Transparenz, einen Wert gegeben von mehr als 0. 0 haben alle automatisch und jetzt mehr als 0 und deswegen wird sie sich jetzt ganz vorne befinden, im vordersten Vordergrund. Und jetzt erstelle ich unsere zweite Box und der gebe ich eine fixe Breite in Pixel von 700 und jetzt noch eine Höhe von 350 Pixeln. Und dann soll sie noch eine Hintergrundfarbe haben, damit wir sie überhaupt erst sehen können und der gebe ich gerade eine Hintergrundfarbe von grün. Und jetzt kommt unser Effekt hier, den wir schon gesehen haben mal, weil diese Box, das ist ein Kind von der Box, von der schwarzen Box mit Transparenz. Und die Transparenz, die wir auf der schwarzen Box gesetzt haben mit Opacity, also Transparenz 0,8, sie soll 80%, nee, 20% transparent sein. Und die Box erhält genau diesen Effekt auch. Und nicht, weil es vererbt ist, diese Eigenschaft, sondern weil der Browser diese Box, das Elternteil mit all seinen Kindern und Enkelkindern, mit allem, was sich darin befindet, es behandelt es als eins. Die Transparenz, die befindet sich ja als eines. Das befindet sich überhalb dem und deswegen wird es auch transparent sein. Es ist nicht vererbt. Wir könnten jetzt hier nicht sagen, diesem Kind, hey, dies soll aber keine Transparenz haben. Eins, also null Transparenz. Funktioniert nicht. Es ist nicht vererbt, es kann nicht verändert werden dann bei den Kindern. Das gleiche gilt zum Beispiel, aber es macht auch Sinn, weil zum Beispiel hier ein weiteres Beispiel, wenn wir jetzt dieser schwarzen Box, die soll ja eigentlich nur sichtbar sein, wenn irgendetwas gedrückt wird, dann soll dieses Overlay erscheinen. Also davor soll es Display None sein. Jetzt wieder unser Wert. Und jetzt Display None betrifft auch das Kind. Wir könnten jetzt nicht dem Kind sagen, hey, dieses Kind von dieser Box soll aber nun plötzlich Display Block sein. Das heißt, nur das Kind soll erscheinen, aber das Elternteil nicht. Genau gleicher Effekt hier. Es ist nicht Vererbung, es wird als eins angesehen. Was aber Sinn machte, weil es ist ja eins. Wenn wir das Elternteil nicht sichtbar wollen, wollen wir das Kind auch nicht. Sonst würden wir das Elternteil nicht haben und Opazität, Transparenz ist ja auf dem Ganzen gesetzt und das Ganze betrifft auch die Kinder. Gleiches gilt für Position eigentlich. Auch wenn die sich darin befinden, wieder im normalen Fluss sind dann, in seinem eigenen normalen Fluss von Position Static, die sind alle wieder Position Static, normaler Fluss. Aber das Element, die Box da drum, die haben wir ja aus dem Fluss genommen, Position Fixed. Sie ist fixed zum Viewport und relativ zum Viewport, auf einem anderen Level. Aber die Kinder nichtsdestotrotz, auch wenn die im normalen Fluss sind, heißt es nicht, dass die wieder im eigentlichen normalen Fluss von der Webseite sind, sondern immer noch im Bezug auf diese Box. Also Position wird genauso, es behandelt das Element als eines, was Sinn macht aber. Und deswegen das gleiche gilt für Opazität. Und
Deswegen eine Alternative, die wir hier verwenden können, ist die Transparenz, die Opazität im Hintergrund gleich zu definieren, indem wir unseren Farbcode verwenden, rot, grün, blau. Und diese Funktion gibt es auch noch mit rot, grün, blau und diesem Alpha-Value, diesem Alpha-Wert, der zwischen 0 und 1 ist. Also die Farbe schwarz ist 0, 0, 0 und dann ist dieser Alpha-Wert hier drin. Und jetzt befindet sich diese Transparenz im Hintergrund. Und Hintergrund beeinflusst den Vordergrund nie. Es befindet sich im Hintergrund. Und deswegen hat nun unsere grüne Box keine Transparenz mehr, sondern wirklich nur die Box, auf der wir die Transparenz eigentlich haben wollen. Und jetzt wollen wir diese Box, diese grüne Box natürlich im Zentrum haben, schlussendlich, genau in der Mitte hier. Und jetzt kommt unsere Lösung, wie wir vertikal ein Blockelement zentrieren. Und eine zweite Lösung, wie wir es horizontal zentrieren. Momentan, wir könnten ja Margin Auto verwenden auf links und rechts, was die Box horizontal zentrieren würde. Und jetzt kommt eine weitere Möglichkeit. Und zwar, wir könnten hier Nutzen ziehen aus Top, und zwar 50%, gleichzeitig Left 50%. Also die Prozente sind ja relativ zum Viewport. Also soll die Box von der gesamten Fläche hier von 100%, soll sie 50% nach innen rutschen und 50% gleichzeitig nach unten. Jedoch, sobald ich jetzt die Seite neu lade, funktioniert noch nicht, weil diese Box ist ja wieder in seinem eigenen normalen Fluss und hat den Wert static automatisch. Und die Elemente können nur die Elemente, die nicht im normalen Fluss sind, die können diese Eigenschaften in Anspruch nehmen. Alle anderen nicht. Und deswegen müssen wir zuallererst wieder die Positionierung ändern hier. Zum Beispiel zu fixed. Fixed würde jetzt keinen Unterschied machen, weil die Box ist ja gerade momentan, wir beziehen uns ja gerade auf den gesamten Viewport. Die soll ja in die Mitte rutschen vom Elternteil, aber das Elternteil nimmt ja den gesamten Viewport in Anspruch. Normalerweise würden wir hier einen anderen Wert nehmen, aber momentan spielt es keine Rolle und den anderen Wert, über den gehen wir gleich drüber. Also, sobald ich hier neu lade, nichts hat sich geändert und jetzt Top 50, 50% und Left von links soll es auch 50% sein. Und nun befindet sich die Box 50% weg von oben, in der Hälfte vom Viewport und direkt befindet sich nun die obere linke Ecke von dieser Box. Jedoch natürlich wollen wir das Zentrum. Das Zentrum soll sich genau hier befinden. Das heißt, wir müssen die Box eine halbe Höhe von dieser Box nach oben rutschen und eine halbe Breite von dieser Box nach links. Und wir können ja Margin verwenden, um die Box weiter zu positionieren. Und Margin können wir ja auch mit negativen Werten verwenden. Und wenn wir diese Box negativ, eine halbe Breite von dieser Box negativ, einen Abstand nach außen hin negativ setzen, rutscht sie dann in diese Richtung und nicht in die andere Richtung. Und dann noch eine halbe Höhe nach oben, negativer Wert. Also jetzt setze ich gerade Margin Top zuallererst mal. Und zwar Margin Top soll er die halbe Höhe sein, welches 175 Pixel sind, aber negativ. Es soll ja nicht nach unten weiter rutschen, sondern jetzt in die andere Richtung. Schauen wir es gerade an. Hier rutscht sie nach oben. Und jetzt noch genau das gleiche für Margin Left. Und zwar nicht weiter weg von links soll es jetzt rutschen, sondern weiter nach links hin. Also negativer Wert, und zwar die Hälfte von der Breite. Negativ 350 Pixel. Und hier ist nun unsere Box exakt in der Mitte. Und sie wird immer in der Mitte vom Viewport sein. Immer. Solange der Bildschirm oder das Browserfenster natürlich nicht kleiner ist wie 700 Pixel in Breite und 350 Pixel in Höhe. Sonst verschwindet die Box natürlich momentan. Aber jetzt haben wir sie exakt in der Mitte. Also unsere erste Möglichkeit, wie wir vertikal ein Block-Level-Element positionieren können. Und unsere zweite Möglichkeit, wie wir es horizontal positionieren können. Und jetzt kommt noch eine geschmeidigere Lösung hier. Und zwar, es gibt auch die Möglichkeit, dem Browser gleich zu sagen, hey, von oben 50%, aber zieh es hier gleich ab, mach hier gleich minus 175 Pixel. Und zwar, wir können dem Browser das berechnen lassen. Und hier in dem Fall verwenden wir wieder eine Funktion. Und die Funktion heißt
Calculation, Funktion, alles, was es ist, wiederum nochmal, ist einfach nur ein Block von Code. Browser, es besteht ja einfach nur aus Code. Da befindet sich ein Block von Code da drin, dessen Name Calculation ist, also C-A-L-C, Calc. Und der können wir was geben, die macht dann die Funktionalität, die hat die Funktionalität, kann sie bieten, sie kann etwas berechnen. Dieser Block von Code, der sich innerhalb des Browsers befindet. Weil Browser ist ja nur Code, nichts anderes, ist ja eine Software. Und hier diese Calc-Funktion, die können wir verwenden. Und das ist geschmeidiger, weil wir hier nur zwei Zeilen von Code dann brauchen. Und zwar Margin und Top, keine vier Zeilen anstelle. Und hier nehme ich jetzt 350 Pixel. Und nichts wird sich ändern, genau der gleiche Effekt. Worauf wir hier doch achten müssen, ist, dass wir keine Leerzeichen haben. Dass wir ein Leerzeichen haben, und zwar immer eins. Zwischen diesem mathematischen Symbol muss immer ein Leerzeichen danach als auch davor sein. Wenn dies nicht der Fall ist, funktioniert die Sache nicht. Es muss immer ein Leerzeichen da sein. Und neben Minus können wir natürlich auch Plus verwenden oder Mal, englisches Mal und englisches Teilung, genauso da. Also mit dieser Calc-Funktion arbeiten wir in den nächsten Wochen noch intensiver. Da werden wir über andere Beispiele drüber gehen. Wir haben aber Zugriff auf alle mathematischen Operatoren, mathematischen Zeichen. Also das ist unser Overlay und natürlich wollen wir dieses Overlay natürlich noch nicht sichtbar. Also Display None, unser vierter Wert hier, den wir kennengelernt haben für unsere Display-Eigenschaft. Und sobald irgendetwas wo geklickt wird, dann soll es hochkommen. Dieses Overlay dann schlussendlich. Das war jetzt nun der Wert fixed. Und der Wert fixed wird wirklich, also macht Sinn, nur Sinn eigentlich. Es kann auch mal anderes Beispiel geben. Wenn wir zum Beispiel mit einer Fullpage, also diese Webseite nimmt den gesamten Viewport in Anspruch. Hier könnten wir auch fixed verwenden, aber es gibt noch einen anderen Wert, der genauso Sinn macht hier. Fixed wird wirklich in der Regel, macht Sinn, hat seinen wirklichen Sinn, wenn wir etwas haben wollen, einen Inhalt auf unserer Webseite haben wollen, den wir fixed an den Viewport anhängen wollen. Das heißt, unsere Webseite hat eine Scrollbar und somit ist der Inhalt dann immer sichtbar. Dann verwenden wir den Wert fixed. Es kommt natürlich oft vor, dass wir Dinge zwar auf anderem Inhalt platzieren wollen, aber dieser Inhalt soll dann nicht fixed an den Viewport angehängt werden. Er soll nicht immer sichtbar sein, wenn die Seite weiter nach unten gescrollt wird. Wie zum Beispiel unsere Webseite, die wir schon mal betrachtet haben hier. Diese hier ist ein Video im Hintergrund und ein Video ist ja immer Teil vom Inhalt. Es gibt nicht eine solche Sache wie ein Hintergrundvideo. Es gibt Hintergrundbilder, wo wir gleich Dinge drauf platzieren können, weil es ja sich im Hintergrund befindet. Ist genau gleich wie Hintergrundfarbe. Da können wir Dinge drauf platzieren. Die Dinge befinden sich im Hintergrund. Aber ein Video ist Teil von unserem Inhalt. Um Dinge darauf platzieren zu können, also anderen Inhalt auf diesen Videoinhalt platzieren zu können, müssen wir diesen Inhalt aus dem Fluss nehmen, dann können wir dies schaffen. Aber dieser Inhalt, also all das, was sich momentan auf diesem Video befindet, hier komplett alles, das ist nicht fixt zum Viewport, es folgt uns nicht, wenn wir die Seite noch weiter nach unten scrollen. Und genau deswegen haben wir hier auch noch einen anderen Wert, und zwar der Wert absolut, absolut. Und jetzt in Bezug auf dieses Bild nochmal, das wir schon mal verwendet haben jetzt. Hier habe ich nochmal ein Element bereits erstellt. Und dieses Element ist einfach nur eine weitere Containerbox. Momentan ist diese Containerbox, alles was ich dieser Containerbox gegeben habe, ist eine Hintergrundfarbe. Und ich habe sie noch, ist, sie befindet sich immer noch im Fluss, ist Display Block. Und des Weiteren habe ich ihr auch keine Maße gegeben, noch nicht. Und Sie beide, das im Bild nun und die Containerbox hier befinden sich in der Containerbox, welches die ist mit dem schwarzen Rand. Und jetzt lade ich die Seite neu und weil diese Box, sobald ich gespeichert habe, nun sich an erster Stelle, relativ immer zum Elternteil, sich an erster Stelle hier befindet, es ist das erste Kind, kommt vor dem Bild, Dinge befinden sich im Fluss, wo die Dinge sind, da werden sie dargestellt. Deswegen muss das Bild nun weiter runterrutschen, es muss Platz machen für diese Box, die nun an erster Stelle steht.
Und diese Box habe ich keine Breite, keine Höhe gegeben, also ist sie so breit wie das Elternteil, geht bis hierher und so hoch wie der Inhalt, der sich darin befindet. Und jetzt nehme ich genau diese Box aus dem Fluss raus. Also diese Box habe ich Image Bottom Container genannt. Also das Element werde ich nun hier in CSS, habe ich es ausgewählt. Und nun nehme ich dieses Element aus dem Fluss. Noch einmal werde ich den Wert fixed verwenden, damit wir nochmal sehen. Also jetzt ist es fixed zum Viewport. Das heißt, zum einen ist es immer sichtbar, wenn wir die Seite nach unten scrollen, immer da. Aber es startet immer an der Stelle, wo wir den Code eingestellt haben. Sobald wir aber dann relative Werte verwenden, wie top, right, bottom, left, top von was, ist bei fixed immer top vom Viewport, left vom Viewport, unten vom Viewport, rechts vom Viewport. Oder wenn wir Prozente verwenden für Breite und Höhe, immer im relativ zum Viewport gesehen. Auch wenn es jetzt momentan immer noch sich hier befindet, es startet hier dieses Element. Wo es sich befindet im Code, das ist seine Ausgangsposition zwar, aber nichtsdestotrotz ist es relativ zum Viewport, sobald wir dann es positionieren. Und jetzt konnte das Bild natürlich, es konnte nach oben rutschen, weil diese Box hier, wir haben sie aus dem Fluss genommen, sie befindet sich jetzt auf einem anderen Layer, auf einem anderen Level und nimmt diesen Platz hier nicht mehr in Anspruch. Demzufolge konnte dieses Bild nun diesen Platz in Anspruch nehmen und konnte wieder nach oben rutschen. Jetzt kommt unser zweiter Wert. Also absolut. Absolut. Und jetzt lade ich gerade die Seite neu. Und wieder, es startet genau, wo es ist, momentan hier. Der Unterschied jetzt ist, es ist nicht fix zum Viewport. Das heißt, sobald ich nun scrolle hier runter, diese Box verfolgt uns nicht. Also sie ist nicht immer da, sie ist nicht fix angehängt an den Viewport. Das ist der erste Unterschied. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, wo ist diese Box relativ zu, sobald wir nun Werte wie Top und so weiter verwenden oder Prozente für Breite und Höhe? Normalerweise, wenn wir Prozente verwenden, ist es immer relativ zum Elternteil. Jetzt mal schauen, genauso wenn wir Top und so weiter verwenden. Jetzt mal schauen, was passiert. Ich fange jetzt gerade nochmal an mit unserem Top-Left-Beispiel, was wir auch bei Fixed als allererstes genommen haben. Also dieses Element, diese Box soll jetzt 20 Pixel weg sein von oben und 20 Pixel weg sein von links. Und jetzt ist die Frage, von wo? Relativ zu was? Von wo? Und das werden wir sehen jetzt. Und es ist wieder zum Viewport. Wieder ist es jetzt 20 Pixel von oben weg vom Viewport und links weg vom Viewport. Aber das ist nicht immer der Fall. Nur wenn unser Element, wenn diese Box hier, wenn keines seiner Eltern, also entweder sein direktes Elternteil, Großeltern, also all die ganze Hierarchie nach oben, keines seiner Eltern, wenn die alle im normalen Fluss sind, was sie ja automatisch sind, alle sind position statisch, automatisch. Und deswegen, wenn keiner dieser Eltern im Fluss ist, nee, aus dem Fluss ist, dann befindet sich dieses Element, ist es relativ zum Viewport. Allerdings nehmen wir jetzt zum Beispiel das Elternteil aus dem Fluss mit einem anderen Wert, dann ist diese Box nicht mehr relativ zum Viewport, sondern relativ zu seinem nächsten Elternteil, zu dem Elternteil, zum nächsten Elternteil, das schon aus dem Fluss genommen ist. Also wir gehen jetzt auch über ein paar Beispiele drüber. Was heißt absolut denn eigentlich? Absolut heißt ganz bestimmt, sicher, also oder auf jeden Fall und jeden, da auf dieses Wort will ich eigentlich hinaus, jeden, weil es kann wirklich jedes Elternteil kann es haben, zu dem es relativ sein kann, wenn wir es aus dem Fluss nehmen mit absolut, wenn wir irgendeines dieser Elternteile aus dem Fluss nehmen, genauso. Ich nehme jetzt gerade diese Box, die Box mit dem schwarzen Rand. Und die nehme ich aus dem Fluss. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, wenn ich jetzt dieses Element aus dem Fluss nehme mit fixed oder absolut, genau dieses hier, ja, dann ist ja dieses Element fixed zum Viewport oder ja, fixed zum Viewport in dem Fall. Also egal, was ich verwende, fixed, dann zerstöre ich ja eigentlich mein Element. Jetzt startet es raus hier und sobald ich jetzt noch top left verwende, ist es immer relativ zum Viewport wieder. Und deswegen haben wir hier noch einen dritten Wert.
Und zwar ein Wert namens Relativ. Wo ist es relativ zu? Wo soll nun unsere Box relativ zu sein? Und zwar zu dem Element, dem das aus dem Fluss genommen wurde, mit dem Wert relativ. Ist noch nicht ganz wasserdicht hier, aber gehen wir jetzt. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt hier komplett gut rübergebracht habe. Aber es kommen jetzt noch einige Beispiele und noch weitere Dinge, die das noch weiter erläutern würden werden. Also ich habe jetzt hier Position Absolute. Und keines seiner Eltern von diesem Element, von dieser Box, ist, alle seiner Eltern sind im normalen Fluss. Und wenn ich jetzt hier relativ nehme, jetzt schauen wir mal hier, was relativ eigentlich macht. Dieses Element hat jetzt, ist jetzt von oben und von links weg 20 Pixel. Also relativ, der Wert relativ bezieht sich immer aufs Elternteil. Dieses Element ist nun 20 Pixel weg vom Elternteil von oben und von links. Ah, und es nimmt die Breite, komplette Breite in Anspruch wieder. Und nicht nur, ist nicht nur so breit wie der Inhalt. Weil es relativ zum Elternteil noch ist. Und sobald wir es woanders hinführen, 40 Pixel von oben, also es ist schon aus dem Fluss genommen, es kann sich über dem Bild befinden. Allerdings darf dieses Bild nicht nach oben rutschen, weil diese Fläche hier, welches diese Box in Anspruch nehmen würde, wäre es im normalen Fluss. Nimmt sie immer noch in Anspruch. Sie reserviert diese Fläche also. Also relativ wird aber nur verwendet, wirklich, weil es sich nichts ändert. Es ändert sich einfach nichts. Es sei denn, ziehen natürlich Nutzen auf Top und Left, aber ich lasse es jetzt gerade mal verschwinden. Es hat sich nichts geändert zu Position Static. Statisch ist der normale Wert. Und es ändert sich einfach nichts. Und genau das ist der Wert, den wir brauchen. Weil alles, was wir ja wollen, wann immer wir eigentlich diesen Wert relativ verwenden, ist einfach nur, um eine Anlaufstation für unser Element zu haben, dem wir absolut, den Wert absolut gegeben haben. Damit dieses Element nicht relativ zum Viewport ist, sondern relativ zum nächsten Element, zum nächsten Elternteil, das nicht Position Static, sondern relativ ist. So, das ist der einzige Grund, warum wir relativ hier verwenden. Damit wir eine Anlaufstation haben für absolut, weil relativ ändert das Element nicht. Es verändert es nicht. Und absolut hat nun eine neue Anlaufstation. Es wird nun relativ in dem Fall zu seinem Elternteil sein. Zu der Box, dem ich die Klasse Image Container gegeben habe. Und demzufolge, ich lade jetzt gerade die Seite neu hier, sobald ich nun Top verwende, Top von 20 Pixel nochmal, dann ist es relativ zum Elternteil und nicht mehr zum Viewport. Also das ist der einzige Grund, warum wir relativ verwenden. Der einzige Grund eigentlich, warum wir fixed verwenden, ist, wenn wir eine Scrollbar haben und die Dinge immer sichtbar sein sollen. Der einzige Grund, warum wir relativ verwenden, ist, um eine Anlaufstation zu haben, damit unser Element mit dem Wert absolut nicht relativ zum Viewport ist, sondern zu dem nächsten Element hier, relativ, das schon rausgenommen ist, aber es ändert nichts. Das brauchen wir, um eine Anlaufstation zu haben. Ich hoffe, es kam rüber. Wir haben jetzt aber noch ein paar Beispiele. Also Position Absolute. Und eigentlich, was ich hier erreichen wollte, ich wollte, dass die Box runter, also zu Null ganz runtergesetzt wird, damit es der Titel ist, der Titel von der Box. Ich gebe jetzt gerade noch eine Breite und die Breite ist jetzt auch nicht mehr relativ zum Viewport, wenn ich Prozent hier angebe, 100%, sondern genauso natürlich zum Elternteil. Und hier diese Box befindet sich jetzt unten, hat eine Breite von 100%, befindet sich überhalb von dem Bild. Jetzt gehe ich gerade mal, ohne dass wir über den Code drüber gehen, über die Webseite hier, wo dieses Video spielt und die Dinge sich darüber befinden. Und danach gehen wir nochmal in ein paar andere Beispiele, wo wir nochmal ein bisschen Code schreiben werden. Also zuallererst ist hier einmal eine Box. Und diese Box, die beinhaltet dieses Video und alles, was sich darauf befindet. Und hier wird gescrollt, also hier soll nichts fixed sein. Diese Box hier soll nicht die ganze Zeit sichtbar sein, wenn wir jetzt weiter runterscrollen auf dieser Webseite. Also ist nichts mit fix, ist hier, haben wir hier am Hut, sondern entweder absolut und oder, also beides im Prinzip, absolut und relative. Und jetzt nochmal schauen, was wir hier eigentlich haben. Wir haben hier drei Boxen. Einmal diese Box, zum zweiten haben wir diese Box mit dem Inhalt und zum dritten diese Box. Nun, wenn wir jetzt diese Position fix machen, wollen wir nicht. Wir können jetzt absolut hier verwenden.
anstelle von fixed, weil sonst wären diese Boxen immer sichtbar. Also nehmen wir absolut, die sollen nicht sichtbar sein, wenn wir scrollen. Aber wenn sie dann absolut sind, dann müssen sie immer noch relativ zu was? Zum Viewport. Aber die sollen nicht zum Viewport sein, sondern zu der grünen Box. Das heißt, wir würden die grüne Box zu Position Relative setzen, damit all die weißen, die wir jetzt mit absolut setzen, dass die relativ zur grünen Box sind. Und dann ganz einfach hier diese Box setzen wir dann zu Top 0, damit sie oben ist, geben ihr eine gewisse Höhe und die komplette Breite von 100%. Das war's. Die untere auch ganz einfach. Bottom 0, dass sie sich ganz unten befindet, geben ihr eine gewisse Höhe und dann, dass sie die ganze Breite in Anspruch nimmt, 100%. Oder Left und Right Zero, was natürlich auch funktioniert. Dann hier auch nicht schwer, aber was wir hier wieder zentrieren jetzt vertikal, weil diese Box befindet sich genau in der Mitte von der grünen Box. Also hier würden wir jetzt die Kalkfunktion verwenden oder also erstmal diese Box 50% von oben setzen und 50%, ah nee, von links nicht, nur von oben, 50, weil links, wir wollen sie ja nicht horizontal zentrieren, nur von oben 50% weg und dann die Hälfte der Breite wieder weniger, wieder nach oben. Also mit der Kalkfunktion entweder, was wir gesehen haben. Also die grüne Box Position Relative, damit all die weißen Boxen, die wir dann Position Absolute haben, dass die relativ zur grünen Box sind und nicht zum Viewport. Also das ist jetzt nochmal ein Beispiel. Jetzt gehen wir ja nochmal über ein weiteres Beispiel und deswegen habe ich hier nochmal ein bisschen Code erstellt. Und das ist dieser folgende Code hier. Und zwar noch wieder eine weitere Navigationsidee. Top Navigation. Also was ich hier habe, ist eine Containerbox, eine komplette Containerbox, die zwei weitere Boxen beinhaltet. Und diese Containerbox, die ist immer noch im Fluss, deswegen musste jetzt gerade alles andere nach unten rutschen, unser Header zum Beispiel, unser Router, alles andere musste nach unten rutschen, musste Platz machen für diese Box. Also das ist diese eine Box und die beinhaltet zwei weitere Boxen. Zum einen ist es diese graue Box, Nummer 1. Und zum zweiten ist es eine weitere Box. Beide sind Display Block, nehmen die ganze Fläche hier in Anspruch. Block Level Container und hier die schwarze Box, Box Nummer 2. Und diese zweite Box, die schwarze, hat noch ein Kind. Und zwar diese grüne Box, der ich eine Hintergrundfarbe von grün gegeben habe. Die hat noch ein Kind. Zuallererst einmal wollen wir es die graue Box nicht darstellen lassen. Die soll erstmal weg. Weil wirklich der einzigste, worum wir uns beschäftigen wollen, ist die grüne und die schwarze. Ich wollte nur diese Navigationsbox hier zeigen, weil was wir hier erreichen, eine Alternative zur Navigation, sowas zum Beispiel. Table.com, also das wollen wir, darauf gehen wir jetzt gerade. Und die obere Box ist jetzt irrelevant. Die setze ich jetzt gleich mal zu Display None. Darstellung nicht. Und zwar die obere Box, also die graue, Top Nav Main Container. Genau auf die gehe ich jetzt. Gerade. Da ist sie. Top Nav Main Container. Und die setze ich zu Display None. Also damit wir die mal außen weg haben. Also ist nur noch die grüne und die schwarze da. Und jetzt, wie kriegen wir diese grüne Box genau hierher, wie auf dieser Website, also so eine Box noch hier drunter? Indem wir die Box zuallererst, das ist ein Kind von der schwarzen. Also ich nehme jetzt dieses Kind aus dem Fluss erstmal. Ich setze sie zu Position Absolute. Also nicht zu fixed. Wir machen jetzt das gleiche Beispiel wie hier, ist nicht fixed. Könnten es natürlich auch fixed machen, aber ich mache es jetzt mit absolut. Also absolut setze ich jetzt diese Box, diese grüne Box, welcher ich den Top Nav Opener gegeben habe. Und der geht jetzt, die nehme ich jetzt aus dem Fluss mit absolut. Und dann von links soll sie weg sein, ungefähr 70%. 70% im 70%, 70%, also vom Viewport momentan, weil keiner der Elternteile ja, es sind alles noch im Fluss, die Elternteile. Also wird jetzt, ich habe jetzt absolut verwendet, was sich momentan relativ auf den Viewport bezieht, weil keiner der Elternteile, weil alle Elternteile noch im Fluss sind. Also Left 70 und jetzt von Top, von oben soll sie 20 Pixel weg sein. Und zwar genau die Höhe, der ich der schwarzen Box gegeben habe. Damit dann diese grüne Box direkt danach anfängt. Und hier befindet sie sich. Also alles gut, oder? Aber noch nicht. Sobald ich jetzt hier öffne, was nur mit JavaScript gemacht werden kann, aber was ich schon gemacht habe, jetzt befindet sie sich ja relativ zum Viewport, 20 Pixel weg.
Wir wollen sie nicht aber relativ vom Viewport, sondern relativ von dieser schwarzen Box. Und genau das mache ich jetzt. Also ich setze einfach nur jetzt diese schwarze Box hier Position relativ. Und nun ist unsere grüne, dieser Opener, diese grüne Box, ist jetzt nicht mehr relativ zum Viewport, sondern relativ zur schwarzen Box. Und wird demzufolge immer nach der schwarzen Box dort sein. Ich lade gerade die Seite neu, öffne hier nochmal und hier ist sie. Also nochmal ein weiteres Beispiel. Also von relativ und absolut. Relativ, also absolut ist immer relativ dann zum Viewport, schlussendlich, wenn keines der Elternteile, wenn keines der Elternteile aus dem Fluss genommen wurde schon. Und wir würden es nur machen mit Position Relative, weil das nichts ändert dann vom Elternteil. Weil sonst müssten wir jetzt die schwarze absolut machen und dann würde die wieder relativ zum Viewport sein. Also dann mit Position relativ. Und jetzt kommt noch ein weiteres Beispiel und zwar, wo wir dann negative Werte verwenden für Top und Left. Ein Beispiel und zwar für ein Banner für ein Banner. Also ein Werbebanner. Und Werbebanner sind normalerweise auf der rechten Seite. Da habe ich jetzt aber schon ein paar andere Dinge. Ich mache es jetzt einfach mal auf die linke Seite. Und zwar, dieser Banner soll hier beginnen. Er soll eine Breite haben von 100 Pixel und 400 Pixel Höhe. Zum Beispiel, damit er hier gerade reinpasst hier. Und dieser Banner soll hier beginnen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Der Banner soll nie sichtbar sein, wenn wir die Seite scrollen. Also der Wert fixed ist raus. Den nehmen wir demzufolge nicht. Jetzt kommt die Frage, dann absolut muss es natürlich sein. Sonst eine andere Variante haben wir nicht. Es muss immer dann absolut sein. Weil relativ nehmen wir nur, um unser absolutes Element relativ zu dem Relativ dann zu machen. Zu dem Element, das wir relativ gemacht haben. Also fixed nehmen wir nicht, weil wir es nicht sichtbar haben wollen, wenn wir scrollen. Also kommt nur absolut in Frage. Genau gleich hier bei unserem Nav. Genau gleich. Also setze ich jetzt diesen Banner setze ich auf Position absolut. Und diesen Banner habe ich eigentlich schon bereits eingefügt und zwar momentan wo ist unsere Navigation? Genau, hier ist die Navigation. Die rote. Und zwar hier habe ich ihn schon eingefügt und zwar aus dem Grund, den wir gleich drüber gehen werden. Also aus dem gleichen Grund, was wir hier die ganze Zeit geredet haben. Also Banner-Container, zuallererst einmal gebe ich ihm jetzt eine Breite von 100 Pixel. Eine Hintergrundfarbe von Orange habe ich ihm schon gegeben hier. Und jetzt gebe ich ihm noch eine Höhe von 400 Pixel. Und jetzt nehme ich ihn aus dem Fluss. Position absolut. Und jetzt momentan ist er aus dem Fluss genommen relativ zum Viewport. Also sobald ich jetzt links verwende, und wir wollen jetzt diese Box links, 100 Pixel von links sein, und wir können das eigentlich erreichen mit einem negativen Wert. Er soll jetzt 100 Pixel nicht weiter weg sein in die Richtung, sondern in die andere, also negativ. Allerdings funktioniert es jetzt momentan noch nicht, weil die Box momentan relativ zum Viewport ist. Also momentan ist sie gar nicht da, sie befindet sich im Hintergrund momentan. Aber es funktioniert nicht, weil wir müssen zuallererst das Elternteil relativ setzen, damit es nicht relativ zum Viewport ist. Also wiederum. Und ich habe den Elternteil, ich habe diesen Banner, diese Containerbox als Kind gesetzt von diesem Navigation, weil der Banner ja hier beginnt. Also er soll genau hier beginnen, deswegen habe ich es innerhalb der Navigation gemacht. Das heißt, das Nav-Element, genau das setze ich jetzt zu Position relativ. Position relativ. Und hier ist es nun. Also wäre es wieder hier automatisch und ich habe es jetzt noch 100 Pixel negativ nach links, also in die Richtung gesetzt und hier befindet sich nun der Banner. Also ein Beispiel wiederum zu absolut und relativ und wann wir negative Werte für Top oder für Left in dem Fall, negative Werte, dass die auch möglich sind und ein Beispiel, wo wir sie verwenden würden. Also noch einmal, fixed nehmen wir nur, wenn wir eine Scrollbar haben und wir das Element immer sichtbar haben wollen, wann immer wir, wo auch immer wir hinscrollen. Und wann immer wir das nicht haben wollen, nehmen wir absolut. Das ist schon die Lösung dazu. Wann immer nicht fixt, dann absolut. Und relativ nehmen wir nur, um dann das absolute Element, um dem eine Anlaufstation zu geben, damit es nicht relativ zum Viewport ist, sondern relativ dann zu dem anderen Element, dem wir Position Relative geben. Ich hoffe, es ist alles rübergekommen, weil so schwer ist es eigentlich nicht. Ich hoffe, es passt soweit.
Wir machen jetzt noch mal ein Beispiel, und zwar in Bezug auf beides, wo beides in Frage kommt, fixed und absolut zum gleichen Zeitpunkt. Und zwar hier ist eine Webseite, diese linke Spalte hier, die ist immer sichtbar, genauso wie hier unten, ist immer sichtbar, also beide sind fixed, fixed zum Viewport. Und diese beiden Spalten, die mittlere und die Seitenspalte hier, die sind nicht fixed. Die verschwinden, die sind nicht immer sichtbar. Und so ein Layout wollen wir nun erstellen. Und zuallererst gehe ich jetzt mal auf diese Seitenspalte. Deswegen habe ich hier eine Unterseite, die jetzt hier noch nicht gerade funktioniert hat. Da habe ich was falsch eingestellt. Ich pausiere mal kurz. Ja, ich hatte es noch nicht eingefügt. Ich habe es jetzt kurz gemacht. Und zwar, ich habe hier den Link. Also hier gehen wir runter auf eine weitere Unterseite. Und die Unterseite musste ich jetzt gerade noch erstellen, die habe ich vergessen. Aber alles, was ich auf dieser Unterseite habe hier gerade, ist dieses Element. Das soll unsere fixte Spalte sein. Und der habe ich einfach nur bereits einen Text gegeben und bereits auch einen Border, einen Rand. Nichts weiter. Also es ist ein Block-Element momentan, ganz normal im Fluss. Und jetzt nehme ich es aus dem Fluss raus und es soll fixt an den Viewport angehängt werden. Und zwar zuallererst nehme ich es raus mit Position, also wiederum fixed. Und dann soll es oben beginnen bei 0. Und wir könnten jetzt natürlich bei Bottom zum Beispiel 100 Pixel machen, um das gleiche zu erreichen wie hier. Also nicht ganz runter, sondern nur bis hierher. Ich mache es jetzt aber einfach bei 0 in dem Beispiel. Und die Breite gebe ich ihm jetzt von 300 Pixeln. Und hat einen Hintergrund. Also, hier ist sie. Sie ist nun fixt. Angehängt ist nun unsere fixe Box. Ist nicht mehr im normalen Fluss. Nimmt keinen Platz mehr im normalen Fluss in Anspruch. Und jetzt nehmen wir unsere zweite Box. Und zwar die zweite Box. Eigentlich sind es ja drei Boxen. Die hier und die hier. Aber jetzt nochmal als Wiederholung. Wirklich sehr empfehlenswert, immer eine Containerbox zu machen für etwas, das zusammengehört. Beide diese Spalten sind immer noch im Fluss im Vergleich zu anderen. Die gehören zusammen. Immer gleich eine komplette Containerbox für beide machen und dann hier rein an beide Spalten machen. Weil dann, es erlaubt uns dann, wir haben dann Kontrolle über die gesamte Fläche. Was viel einfacher ist, als wenn wir dann nur Kontrolle haben über die Spalte einzeln und über die Spalte einzeln. Also, was wir dann schlussendlich auch haben. Aber wir haben beides. Wir haben Kontrolle über jede einzelne Spalte dann und über die gesamte, über beide Spalten gleichzeitig, weil die zusammengehören. Beide von denen sind nicht aus dem Fluss genommen, gehören beide zusammen. Nochmal einmal zurück zu unserer Woche 5. Also hier zum Beispiel, ich habe hier immer diese Elemente Sections genommen, welche ich immer noch hier habe, Sections. Also eins ist Märchen, das andere ist wissenschaftliche Arbeiten, was wir hier als Beispiel genommen haben. Immer in eine Box packen. Alle Märchen, alle wissenschaftlichen Arbeiten. Und dann jedes einzelne Märchen, das Rotkäppchen in seine eigene Box, dann Schneewittchen in seine eigene Box, alles was zusammengehört. Immer in seine eigene Box, damit wir komplett Kontrolle haben über den gesamten Bereich. Also immer lieber alles was zusammengehört. Immer lieber eine Containerbox mehr erstellen, wie eine zu wenig. Also immer was zusammengehört, gleich eine Containerbox drüber. Also mache ich jetzt eine Containerbox für beide, in dem Fall, für beide Spalten gleichzeitig. Und also hier habe ich hier die Static Right Column Container, habe ich sie genannt. Und der gebe ich jetzt gerade eine Breite von 100% und eine Hintergrundfarbe von Rot. Und ich gebe ihr noch eine große Höhe, damit wir überhaupt erstmal die Scrollbar noch haben. Ich gebe ihr gerade eine Höhe von 1500 Pixeln. Und jetzt lade ich gerade die Seite neu. Zuallererst mal muss ich auf die Unterseite wieder. Also gerade hier. Und hier haben wir die Scrollbar. Also diese Box ist 1500 Pixel hoch. Und sie nimmt 100% in Anspruch vom Elternteil. Und der Elternteil ist das Body-Element. Und das Body-Element, wie wir wissen, hat unseren gesamten Inhalt. Also geht es auch von ganz links bis ganz rechts. Und da dieses Element, die linke Spalte hier, nicht mehr im normalen Fluss ist, also über dem Fluss, deswegen beeinflusst sie die rote Box nun nicht. Die rote Box geht jetzt von ganz links bis ganz rechts. Aber die rote Box wollen wir weg von links, 300 Pixel.
damit sie hier neben der anderen Box sich befindet, unserer fixen Box. Also eine Option, die wir hier haben, ich gehe jetzt auf die Margin-Option. Und zwar Margin Left von 300 Pixel. Sie soll einen Abstand nach von links haben, 300 Pixel außen der Box. Und jetzt haben wir es erreicht, aber noch nicht ganz. Weil jetzt die Box immer noch 100% ist von Body und die 300 Pixel sind zwar jetzt nicht mehr hier, aber die sind jetzt rechts davon. Und deswegen müssen wir zuallererst mal noch diese 300 Pixel abziehen. Wir können jetzt verwenden wieder unsere Kalkfunktion. Hey, die eigentliche Breite soll nicht 100% sein, sondern sie soll 100% minus 300 Pixel sein. Minus 300 Pixel. Und dann ist alles gut. Dann, das ist nun unser Ziel erreicht und hier drin erstellen wir dann unsere Spalten. Das kennen wir ja, Inline-Block, diese zwei Spalten und dann Vertically-Align die zwei Spalten zum Top, also nach oben hin, also ganz normal. Jetzt kommt noch eine zweite Option, die wir hier haben. Wir könnten auch diese statische, diese, ich mache jetzt mal gerade die Breite wieder weg, genauso wie die Margin. Also wir könnten jetzt auch dieses Element genauso aus dem Fluss nehmen. Allerdings soll es ja nicht fix sein. Also ist der einzigste Wert, der hier noch in Frage kommt, ist absolut. Es sei denn, nee, nicht es sei denn, es ist absolut. Und anstelle nun, also Höhe 1500, jetzt gebe ich ihm, zu allem erstmal sende ich ihn, schicke ich ihn jetzt weg von links, 300 Pixel. Das heißt, er wird wieder weg von links sein, er beginnt dann hier, wunderbar. Und rechts, also right, soll er 0 sein. Also, er soll von 300 Pixel links gehen, von hier bis hier. Unsere zweite Option. Funktioniert genauso, genau gleiches Resultat. Komplett, wie wir es wollen. Komplett für, wie wir es wollen. Also hier der Inhalt, der scrollt nicht mit uns, nur die linke Box scrollt mit uns. Jetzt noch ganz kurz, zu guter Letzt, genau das gleiche, nur mit einem bisschen Abstand, um vielleicht noch eine weitere Layout-Idee zu haben. Ich gebe jetzt gerade noch dieser fixen Box einen Abstand von links von 100 Pixel und ich mache jetzt hier Left 500. Die zweite Box soll 500 weg sein. Das heißt, die weiße wird hier noch einen Abstand links haben, 100 Pixel, und die rote wird nicht direkt neben der weißen sein, sondern es ist genauso ein 100 Pixel Abstand. Also genau so. Das wäre zum Beispiel dieses Layout. Hier, diese Spalte ist fixt, hier ist noch ein Abstand, ein bisschen größerer Abstand, aber genau natürlich gleiches Szenario, müssen es nur ein bisschen breiter machen. Aber das wäre zum Beispiel so ein Layout. Auch eine weitere Möglichkeit. Nun so Fullscreen-Layouts, die die ganze Seite in Anspruch nehmen, gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail in den kommenden Wochen. Nächste Woche gehen wir komplett über Listen. Also wir werden hier auch wieder uns mit aus dem Fluss beschäftigen, weil solche Listen, das sind Listen auch, solche Dropdown-Menüs, da gehen alles unter die Kategorie Listen und die befinden sich ja schlussendlich überhalb von etwas. Also wir werden uns wieder mit Out of Flow beschäftigen. Allerdings ist die Überschrift Listen nicht nur aus dem Fluss werden wir uns nächste Woche beschäftigen, sondern alles, was mit Listen schlussendlich zu tun hat. Das ist Thema von nächster Woche dann.